Bitte Fernlenkladung im Einsatz. Fahr! Wo ist der? Warum siehst du die Karte nicht? Oh mein Gott! Hä? Da kommt Gas raus? Ich dachte, das explodiert. Aber es hat mich verwirrt. Oh mein Gott. Hä? Sterbe ich? Wow! Okay, das ist das Gas. Na, okay, interessant. Jo Leute, was geht ab? Umu die Gaming ist wieder am Start. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch die Neuerung in dem Season 2, also mit dem Mid-Season-Update. Kam ja gestern raus und ich zeige euch hier in diesem Gameplay die Neuerung. Sowohl in Warzone als auch in Black Ops. Also wir starten erst mit Warzone. Ehrenbruder Isso ist auch am Start. Und danach gehen wir rüber zu Black Ops. Und ja, da sollen auch ein paar interessante Sachen mit am Start sein, wie neue Multiplayer-Maps und. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. So unterstützt ihr mich kostenlos. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. I got you, baby. Easy. Bruder, was habe ich da gekauft? Fernlenkladung kann man kaufen? Oh mein Gott, ich habe aus Reflex... Oh, Fernlenkladung, das ist jetzt neu, wow. Fahr! Wo ist der? Warum siehst du die Karte nicht? Oh mein Gott! Hä? Da kommt Gas raus? Ich dachte, das explodiert. Aber es hat mich verwirrt. Oh mein Gott. Hä? Sterbe ich? Wow! Okay, das ist das Gas. Na, okay, interessant. Oh, da sehe ich ein Team mit Open Field. Einer K.O. Hat nicht. Stark. Aber wirklich am Limit geholt, ey. 1 HP. Bei mir. Einer K.O. Ne? Stark ist so wichtig. Jawohl, stark. Einer K.O. Die oben? Unten auf der Treppe war einer, der ist K.O. Hä? Ich hab keinen Platten mehr, der sieht mich irgendwie zuerst. Direkt, du Bad. Ey, warum macht das Zock so einen Spaß? Ey, ich könnte mir in die Fresse treten, wenn es gehen würde. Warum hat der sein Kissen nicht geweiht? Bei dir? Ich komme. Nein, der hat mich, ey. Das gibt's nicht. Hier ist ein zweiter Schildbreaker drin. Einer ist K.O. Die dritte ist auch gleich da. Stark, Mann. Susa! You are my hero. You are... So beautiful. Hauptsache noch Kiste aufmachen, während er auf dem Boden liegt. Hier von irgendeinem blauen Gebäude, glaube ich. Oh, Drohne können wir kaufen, geil. Oh, da sehe ich ja einen.
Yes, wichtig, wichtig, dass du geschossen hast. Verein. Oh mein Gott, hier bei mir rechts. Ach du Scheiß. Ich hab ihn K.O. Mann, die schlecht, Alter. Oh mein Gott, wie konnte ich das übernehmen? Abseilen. Eine Nute. Sam Fischer, let's go, jetzt müssen wir das Ding erstmal finden. Waren das jetzt einmal? Hier leuchtet das so rot, bestimmt hier irgendwo. Ja, hier rein. Der AG. Stark. Okay, let's go. Also hier ist der nächste Job, alles klar. Ah, Bombardement. K-Schlüssel fehlt da. Fordern Sie eine Raketensalve über dem Gebiet an, die vom Ausbruch betroffen sind. Wo kriege ich denn diesen K-Schlüssel? Wir haben gerade eine Meldung hier. Gasmaske, Fernlenkladung, Selbstwiederbelebung, Panzerung, Auslieferung, verbesserte Drohne, Voraussicht. Ich kaufe Voraussicht, ne? Ey, lass mal ein bisschen, oder, ja. Was, lass mal ein bisschen? Hast du? Ja. Nee, sonst, wenn du noch da bist, sonst sind mir 4000 gegeben. Falls du stirbst, würde ich dich direkt wieder holen. Dann würde ich schon mal rausgehen. Aber egal. Ein K-Schlüssel brauchen für Bombardierung? Ach, das ist der Schlüssel von diesem Zombie. Ja, alles klar. Ich hab's jetzt gecheckt. Du musst die Zombies töten. Ich glaube, dann kriegst du einen Schlüssel. In Dings, Downtown. Macht Sinn eigentlich. Wir haben beide Geist, ne? Oh mein Gott, ey. Guck mal, beide 250 Schaden, ey. Ich glaub es nicht. Die sehen nicht, uns nicht. Obwohl, die könnten meine Waffe sehen. Nein. Oh, der hat mir eine Maske mitgebracht, danke. Voll nett, ey. 14 Meter, der Lümmel kommt. Oh, doch, da oben. Doch, so bitte. Nein, ich sehe. Wo guckst du denn? Der ist hier runtergesprungen. War der? Ach so. Der war direkt vor mir, hä? Hab ich gar nicht gesehen. Warum noch die Sachen hier auf, Lan? Oha! Warte mal, bleib mal so, was für ein Effekt. Wie versprochen, gehen wir jetzt noch mal kurz in Black Ops rein. Eben die Neuerung dort abchecken. Okay, da wird es doch schon mal interessant hier. Miami ist Strike 24/7. Ach, die ist neu, die Map. Fireteam Hardpoint Gullover. Feuertrupp Moship. Feuergefährlich Nuketown 24/7 kennen wir auch. Das finde ich cool, ne, dass sie mehrere Maps in 24/7 anbieten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Black Ops spiele ich jetzt nicht so oft. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese ganzen Fireteam, Hardpoint und so weiter. Noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt. Feuergefecht auch nicht. Feuertrupp sowieso nicht. Anfangs mal gezockt, aber überhaupt nicht meins. Konfrontation? Keine Ahnung. Mosch oder ein Schickmodi, Feuergefecht, Karten, Team Deathmatch, der, keine Ahnung. Ich habe irgendwie. Weiß nicht. Auf Miami Strike habe ich Bock. Das sage ich so, wie es ist. Und da gehen wir auch direkt rein. Dann testen wir das mal. Ja, zeige ich gleich jetzt. Nehmt die Ziele ein. Hä? Hallo?
Alter, ich dachte, was ist denn jetzt los? Was ist das für ein Modus? Oh mein Gott, Alter. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Wir verlieren das Ziel. Boah, ist das laut. Ja, moin. Okay, das ist Miami, aber in klein. Sie gesichert. Feindliches Spionageabwehrflugzeug. Hallo! Könnt wieder raus können, ehrlich, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Ich raste gleich aus, ey. Junge, wenn gehört von dir, du dreckiger Fotzen könnt. Ich bin so sauer, ich brech gleich die Aufnahme ab, ey, ehrlich. Ich brech gleich die Aufnahme ab, ey. Leute, ich halte das nicht mehr aus. Ich bin 2 Minuten in dem Spiel drin. Und diese kleine Fotze tötet mich schon 100 Mal. Gibt's denn neue Waffen? Das ist doch auch spannend. Nein, Sturmgewehr. Nein, MPs, Taktikgewehr. Auch nicht. Leichte MG, auch nicht. Scharfschützen, auch nicht. Also Leute, mein Fazit zum neuen Update. Schwach wieder. Also, okay, die haben 50 GB rausgebracht. Das halten wir fest. 50 GB für Warzone. Was ist neu? Was haben wir jetzt neu entdeckt? Fernlenkladung. Zweite Buy-Station im Bunker drin. Wo du halt diese Flächenbombardierung kaufen kannst. Wo du verbesserte Drohne. Wo du Vorhersehung kaufen kannst. Wo du direkt weißt, wo die Zone halt ist. Das ist neu. Normale Buy-Station kannst du auch Fernlenkladung kaufen jetzt. Das ist unter Ausrüstung, da müsst ihr mal aufpassen. Ich habe immer aus Reflex Ausrüstung, also ich wollte Ausrüstung kaufen, da habe ich immer Fernlenkladung gekauft, weil das immer ganz unten bei der Liste, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt so nach einem Tag habe ich jetzt, keine Ahnung, ist mir nichts Neues sonst aufgefallen. Keine neue Waffe. Cold War ist Miami Strike draußen, was ich übelst abgefuckt habe, was ich nach einer halben Runde abgebrochen habe. Beziehungsweise ich habe es zu Ende gespielt, aber ich hab's, bin bei der Hälfte der Runde reingejoint und ja, das hat mir schon gereicht. Sonst ja, ist halt die Miami-Map, nur halt in klein. Da haben die einmal auf die Community gehört, ne? Die war viel zu groß, die normale Miami-Map. Für Team Deathmatch, Flaggen oder was weiß ich. Ja, sonst weiß ich nicht, Leute. Ich glaube, aber es war schon mal so, dass die so ein 60 GB Update rausgebracht haben und dann nicht direkt alles freigeschaltet haben, sondern nach und nach kam immer wieder was Neues raus, neue Inhalte dazu. Und kann ja auch sein, dass man selber nichts Neues entdeckt hat. Klar, hat man ein paar YouTube-Videos angeschaut und weiß, aha, der und der Kollege hat das und das rausgefunden. Man hat sich das angeschaut, auch im Gameplay. Es ist klar, aber es kann auch sein, dass sie was noch nicht entdeckt haben. Kann ja auch sein. Und vielleicht entdecken wir das im Game durch Zufall. Deswegen, mein Fazit nach einem Tag und nach circa 5-6 Spielstunden, sehr mau. Also, ja, ist es halt ein Update raus, fertig. So ein Ding ist das. Nicht so, wow, krass und so und dann, geil, Suchtpotenzial. Ich stehe morgen früh direkt, ich stelle mir einen Wecker um 8 Uhr und dann fange ich direkt an zu zocken. Ja, nee, Alter, Leute. Nee, komm. Nee. Leicht enttäuscht, aber gut. Das Game Warzone macht mir trotzdem Spaß, auch wenn man flucht, auch wenn man auch mal scheiß Lobbys kriegt. Trotzdem hat man Bock, das zu zocken einfach. Fertig. Punkt. Aus. Ende. Nicht mehr rumjammern hier. Jetzt wünsche ich euch noch frohe Feiertage und bis zum nächsten Video. Genau. Ciao, ciao.